Möchte den Abstand einer Geraden von einem Punkt oder vom Punkt von der Geraden. Und das ist schon eine längere Rechnung. Das Wichtigste ist eine Skizze. Ich habe hier die Gerade, G. Ich habe hier den Punkt P. Und die Gerade hat einen Aufpunkt hier so. Der ist irgendwo, ja, irgendwo so ein Punkt A. Und die Gerade hat dann da ein A, Stopp, A. Und das ist ein Richtungsvektor, den nenne ich U. So, der liegt immer so drin. Fertig. Gut, und da braucht es einen Trick, den muss man wissen. Man baut eine Hilfsebene. So, die Ebene, auch wenn sie ins Unendliche geht, die skizziere ich immer als Rechteck und die Ebene soll folgende Eigen, also die nenne ich jetzt E, ja, die soll folgende zwei Eigenschaften haben. Also erstens soll sie diesen Punkt P, den ich da habe, enthalten. Und dann soll diese Ebene da das senkrecht stehen auf der Gerade G. Und dann ist mein Ziel, ich suche diesen Punkt, wo diese lila Ebene da meine Gerade G schneidet, nenne ich S-Schnittpunkt oder F-Lotfußpunkt. Ich mag eigentlich lieber F für Lotfußpunkt, ist eigentlich egal, wie ich das nenne. Also den nenne ich dann F, weil ich habe dann hier so, ich habe dann hier wieder einen rechten Winkel, weil die Ebene steht ja rechtwinklig. Und der Betrag von PF. Das ist der Abstand, den ich da die ganze Zeit suche. So geht der Plan. Also erstens Ebene bauen, zweitens Ebene schneiden, F finden, drittens dann PF ausrechnen. Und damit starten wir. Also erstens Ebene bauen, ein bisschen nachdenken. Die Ebene möchte ich in normalen Formen angeben. Die Ebene braucht einen normalen Vektor. Der muss also senkrecht auf der Ebene stehen. Ui, und den habe ich schon. Das ist mein U. Ja, also das Ding nehme ich als normalen Vektor. Dann braucht eine Ebene in normalen Form, schreiben wir es noch ein bisschen auf, genau. Eine Ebene in normalen Form, die ist immer folgendermaßen. So. Also E, Doppelpunkt, ne, ohne das so langsam. So. Normalen Vektor, Skalarprodukt x minus irgendein Punkt ist 0. Also meinen normalen Vektor habe ich, dann nehme ich dieses U her. Und den Punkt habe ich auch, dann nehme ich natürlich mein P. Und damit muss ich diese Ebene einfach nur hinschreiben. Ich muss da nichts rechnen. Also meine gesuchte Hilfsebene, diese lila Ebene, hat minus 1, 3, 1, minus 1, 3, 1, Skalar, x minus, und da habe ich jetzt 1 minus 3, minus 1 minus 3 minus 3 ist gleich 0. Und diese Ebene möchte ich jetzt hier so in eine Zeile schreiben, damit ich dann die mit der Gerade schneiden kann. Das ist so mein nächstes Ding. Also, ich werde für die schreibt, das nennt man so in Koordinatenform. Ich habe hier, genau. Ich denke mir hier x1, x2, x3. Und die erste Zeile lautet, also meine Ebene, minus 1 mal x1 minus 1. Die nächste Zeile ist das hier, also plus 3, keine Klammer, mal x2 minus minus 3, also x2 plus 3, plus einmal x3 minus minus 3, also x3 plus 3 ist 0 und das kann man schön ausrechnen, schöner machen, also da habe ich jetzt. Minus x1 plus 1 plus 3x2 plus 9 plus x3 plus 3 ist 0. Die minus x1 plus 3x2 plus x3, das ist jetzt hier der, da sehe ich jetzt auch den normalen Vektor, oder? Minus 3,1 minus 3,1, gut. Ja, richtig gemacht. Als nächstes die Zahlen. Ich habe hier ein Einser, ein Neuner, ein Dreier, also 13. So. Plus 13 ist gleich 0. Das ist meine Ebene. Und diese Ebene möchte ich jetzt mit der Gerade schneiden. Die Gerade ist weit weg. Die schreibe ich mir nochmal hin. So, wo habe ich meine Gerade? Die ist da. 2, 1, minus 3, also. Der braucht so 2, 1, minus 3 plus Lambda mal minus 1, 3, 1. Minus 1, 3, 1. So. Und das denke ich mir wieder als x1, x2, x3. Habe ich hier wieder so eine erste Zeile. Also ich weiß jetzt,
x1 ist 2 plus Lambda mal minus 1, also 2 minus Lambda. Und das ist mein x1 und das muss zum Schneiden da rein. Ja, und x2 ist diese Zeile. So, 1 plus 3 Lambda. 1 plus 3 Lambda. Und das muss logischerweise da rein. Ja. Und x3 ist minus 3 minus 3 plus Lambda muss für x3 rein. Also los geht's. E Doppelpunkt. Ich habe hier minus Klammer auf 2 minus Lambda Klammer zu plus 3 mal. Jetzt kommt x2. Das ist das 1 plus 3 Lambda. Und jetzt kommt das nächste. Ja, plus ohne irgendwas minus 3 plus Lambda plus 13 ist gleich 0. Das sind so die Stellen, wo man sich gern verrechnet, aber so. Minus 2 plus Lambda plus 3 plus 9 Lambda minus 3 plus Lambda und radieren. Und plus 13. Ja, wir müssen Lambda ausrechnen. Ja? Und zwar möglichst ohne. Und ich mache es wirklich, jetzt mache ich es langsam. Nicht damit es jeder versteht, sondern damit ich mich nicht verrechne. So, Lambda und 9 Lambda und Lambda, dann habe ich jetzt 11 Lambda. 11 Lambda. Ja, und jetzt die Zahlen. Minus 32 ist 1, minus 3 ist minus 2 und 13 ist 11. Das riecht schon mal so, wie wenn ich vielleicht ganz gut liege. Weil jetzt habe ich Lambda gleich minus 1. Schön. Ja, und dann werde ich immer gefragt, ja, und was haben wir jetzt? Ja, wir haben jetzt den Schnittpunkt F. Der steht schon fast da. Und zwar, dieses Lambda kann ich jetzt da hineintun, wo das Lambda steht. Ja, und dann habe ich den Schnittpunkt F. Ja, also der Punkt F, ja, der hat ja drei Koordinaten. So, und die erste Koordinate, dann nehme ich jetzt Lambda gleich minus 1. Das ist hier, oder hier 2 plus Lambda mal minus 1. Also die erste Koordinate ist 2 plus Lambda ist minus 1 mal minus 1, also 3. Die nächste Koordinate, da setze ich hier wieder minus 1 ein. 1 plus minus 1 mal 3, 1 minus 3 habe ich jetzt minus 2. Und die dritte Koordinate minus 3. Minus 1 ist minus 4. Gut, ich habe hier meinen Punkt F und den Abstand bekomme ich ja PF Betrag. Also, ich habe ein F. Moment, da will ich hin. So sehen raus. Bin wieder drin. Gut. Okay, nicht mehr viel Platz, aber das kriegen wir hin. Also, P hatte ja die Koordinaten, schauen wir nach. P hatte 1 minus 3 minus 3. So. 1 minus 3 minus 3. Und F kenne ich. Und jetzt hier so radieren, damit es drauf geht. Der, genau. Das ist eigentlich eine schöne Notizfunktion, nur da am Ende der Seite ist ein bisschen zäh und jetzt mache ich, deswegen radiere ich, dann geht schon. So, PF ist Spitze minus Fuß, PF ist Spitze ist 3 minus 2 minus 2, 3 minus 2 minus 4 minus minus minus, Fuß 1, dann minus minus, das ist plus, plus gleich 2, 1 minus 1, gut, und der Betrag von PF ist Wurzel aus 2 Quadrat plus 1 Quadrat plus minus 1 Quadrat ist gleich 4 und 2 ist Wurzel 6. Und das ist zwar krumm, aber das ist mein Ergebnis.